Ja, herzlich willkommen zur bereits 9. Session unserer Ringvorlesung Moldau, eine geteilte Geschichte. Ich freue mich, dass wieder so viele dabei sind und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Dr. Josef Sallanz begrüßen darf. Er ist Politikwissenschaftler, Germanist, Romanist, Humangeograf, hat unter anderem als Übersetzer und Dolmetscher gearbeitet, war wissenschaftlicher Mitarbeiter in Potsdam, in Mainz, ist Chefredakteur der deutsch-rumänischen Hefte und hat vor wenigen Jahren ein Buch über die Dobrudscha rausgebracht. Dobrudscha, deutsche Siedler zwischen Donau und Schwarzem Meer. Das ist einer seiner großen Schwerpunkte, diese auch sehr spannende Region, Nachbarregion auch der Moldau. Und er war, und das zeichnet ihn für unser jetziges Projekt ganz besonders natürlich aus, einige Jahre DAD-Lektor in Chisinau, nämlich von 2016 bis 2022. Er hat mir auch gerade im Vorgespräch verraten, er hat ein bisschen Sehnsucht nach wie vor nach dieser Stadt und diesem Land. Und ja, wer mal dort war, der kann das auf jeden Fall auch verstehen, wieso das so ist. Er ist jetzt Lehrbeauftragter am Institut für Romanistik der Humboldt-Universität zu Berlin und spricht heute über Moldau und darüber hinaus Kultur und Zivilgesellschaft als kommunizierende Systeme. Lieber Josef, the floor is yours. Herzlich willkommen nochmal. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und auch für die Einladung im Rahmen der Ringvorlesung einen Vortrag zu halten über die Moldau, wie du ja schon gesagt hast, die mir die letzten 6 Jahre, ich bin ja seit 1. September wieder in Deutschland, sehr ans Herzen gewachsen ist. Ja, ich werde darüber sprechen, über meine Erfahrung, über das, was ich gesehen habe, über die in der Moldau zu den Zivilgesellschaften ganz allgemein. Werde mich also nicht groß mit Definitionen beschäftigen, sondern zunächst über die Zivilgesellschaft sprechen, wie sie von staatlicher Seite gesehen wird, dann von politischer Seite, welche zivilgesellschaftlichen Bewegungen es in der Moldau gab und gibt, die ja auch alle immer etwas mit Kultur zu tun haben. Und dann schließlich, was daraus geschlussfolgert werden kann. Ja, der italienische Theoretiker, Schriftsteller, Journalist und Politiker Antonio Gramsci verstand unter dem Terminus Zivilgesellschaft die Gesamtheit aller nichtstaatlichen Organisationen, die auf den Alltagsverstand und die öffentliche Meinung Einfluss haben. Laut Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung umschreibt der Begriff heute einen Bereich innerhalb der Gesellschaft, der zwischen dem staatlichen, dem wirtschaftlichen und dem privaten Sektor angesiedelt ist. Demnach umfasst die Zivilgesellschaft die Gesamtheit des Engagements der Bürger eines Landes, zum Beispiel in Vereinen, Verbänden und vielfältigen Formen von Initiativen und sozialen Bewegungen. Dazu würden alle Aktivitäten, die nicht profitorientiert und nicht abhängig von parteipolitischen Interessen sind, gehören. Verschiedene Politikwissenschaftler beschreiben die Zivilgesellschaft als Komponente, die neben dem Staat und den Kräften des Marktes notwendig ist, um eine ideale, pluralistische Gesellschaft von engagierten Bürgern zu schaffen.
Auf dem moldauischen Portal civic.md heißt es dazu, dass die Zivilgesellschaft aus Bürgern besteht, die in unterschiedlichen Formen zusammengeschlossen sind und dieselben Interessen haben und ihre Zeit, ihr Wissen und ihre Erfahrung der Förderung und Verteidigung dieser Rechte und Interessen widmen. Und das Portal Civic.md gibt folgende Beispiele von zivilgesellschaftlichen Institutionen bzw. Organisationen an. Von den meisten haben wir es schon gehört. NGOs, Gemeinschaftsorganisationen, Berufsverbände, politische Organisationen, Bürgervereine, Gewerkschaften, philanthropische Organisationen, Gesellschafts- und Sportvereine, kulturelle Einrichtungen, religiöse Organisationen, ökologische Bewegungen, Medien. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen haben verschiedene Funktionen und Ziele. Und sie sind in verschiedenen Formen organisiert, wie wir schon gehört haben. So oder so ähnlich wird auch in der Republik Moldau häufig der Begriff Zivilgesellschaft definiert. Im östlichen Europa hat nach dem politischen Umbruch von 1989 der Begriff Zivilgesellschaft eine starke Verbreitung gefunden. So auch in der ab 1991 unabhängigen Republik Moldau. Bei den Vorbereitungen zu diesem Vortrag habe ich mich gefragt, ob es in der sowjetischen Moldau keine Zivilgesellschaft existierte. In der Tat wird in der moldauischen Publizistik und auch in den wenigen wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema kaum darüber gesprochen bzw. geschrieben. Die Existenz einer Zivilgesellschaft in der moldauischen sozialistischen Sowjetrepublik wird überwiegend verneint. Doch Vitalis Brinciane, ein moldauischer Journalist, Publizist und Aktivist, geht noch weiter und fragt sich, was ist mit der großen Anzahl von Verbänden, Vereinen, sozialen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Organisationen im zaristischen Bessarabien, auf dessen Gebiet sich überwiegend die Republik Moldau befindet, und in der Zwischenkriegszeit? Dazu kann jetzt hier nicht näher eingegangen werden, es fehlt die Zeit, doch ist eine interessante Frage, der nachzugehen es sich bestimmt lohnen würde. Und obwohl in der sowjetischen Moldau die kommunistische Partei der UdSSR versuchte, alle Lebensbereiche zu kontrollieren, lassen sich doch auch hier einige Organisationen, Obstecht, also zivilgesellschaftliche Organisationen, finden. Also Aktivitäten, die dem zivilgesellschaftlichen Bereich zugeordnet werden können, die außerhalb der allmächtigen KPDSU stattfanden, die sich allerdings nicht gegen die Interessen der KPDSU richteten, ja, richten konnten, sondern immer im Rahmen der sozialistischen, der staatssozialistischen Vorgaben bewegten, ja, wahrscheinlich zu bewegen hatten. So wurde in Chisinau 1965 die Societatea Republicana dei Quartieri a Monumento di Storia e Cultura, also die Republikanische Gesellschaft zum Schutz der Geschichts- und Kulturdenkmäler, gegründet. Wie wir wissen, wurden in den 60er Jahren zahlreiche
Kirchen- und Kulturdenkmäler von historischem Wert in der Sowjetunion und somit auch in der sowjetischen Moldau zweckentfremdet und häufig sogar abgerissen. Wie beispielsweise die lutherisch-evangelische Kirche der Bessarabiendeutschen, die am heutigen Boulevard Stefan Cselmarisches Fünd, Ecke zur heutigen Strada Maria Cibotar in Chișinău stand. Die 1838 errichtete Kirche wurde von allen Chișinăuer im Bessarabiendeutschen Dialekt Kircher genannt, wie man auch hier auf der zeitgenössischen Postkarte auf Kyrillisch lesen kann. Auch hier wäre spannend herauszufinden, und nicht nur die evangelische Kirche betreffend, welche Aktivitäten diese Gesellschaft unternommen hat, ja, unternehmen konnte, um moldauische Geschichts- und Kulturdenkmälern in den 60er Jahren zu erhalten oder gar vor der staatlichen Abrisswut zu retten. Nun befindet sich an gleicher Stelle der Präsidentenpalast der Republik Moldau, der zwischen 1984 und 1987 als Gebäude des obersten Sowjets der Moldauischen Sozialistischen Sowjetrepublik errichtet wurde. 2001 installierte der kommunistische Präsident Wladimir Voronin in diesem Gebäude den Präsidentenpalast. Bis dahin befand sich das Parlament in dem Gebäude, zu sowjetischen Zeiten und auch danach bis 2001. Und so gab es in der sowjetischen Moldau neben Kolchosen und Fabriken Frauenräte bzw. Frauenkomitees, Gewerkschaften und es gab auch Wissenschaftsverbände oder das Rote Kreuz. Sicherlich sollten diese Organisationen die Bevölkerung in der sowjetischen Moldau mobilisieren helfen und teilweise damit auch das Regime legitimieren. Und sie waren auch nicht völlig unabhängig. Doch sie können trotzdem als Elemente einer Zivilgesellschaft betrachtet werden, die eine beschränkte Autonomie hatten und gewissermaßen halbfreiwillige Bevölkerungsgruppen mobilisieren konnten. Allerdings, wie gesagt, geht die überwiegende Mehrheit der moldauischen Publizisten und Wissenschaftlern, die ich zum Thema gelesen habe, davon aus, dass es auf dem Gebiet der heutigen Republik Moldau vor 1991 keine Zivilgesellschaft gab. Die Zivilgesellschaft wird laut Sprenciana häufig nicht als eigenständiges Konzept in der moldauischen Publizistik und Wissenschaft betrachtet und erforscht, sondern vielmehr als ein wichtiger Bestandteil des postkommunistischen Transformationsprozesses und der Demokratisierung. Tatsächlich wurde nach 1989 der Begriff Zivilgesellschaft im östlichen Europa sehr populär und so auch in der Republik Moldau, die, wie gesagt, sich 1991 für unabhängig erklärte. Auch in der Republik Moldau haben sich nun Gruppen und Organisationen gebildet, die Einfluss auf die Politik und die Gesellschaft nehmen wollten. Doch wie auch im Westen wurden ebenfalls in der Republik Moldau die Rahmenbedingungen für die Zivilgesellschaft vom Staat gesetzt.
Der Staat muss sich dabei an die gesellschaftlichen Grundprinzipien, die Verfassung und an völkerrechtliche Vereinbarungen halten. Auf der Homepage des Parlaments der Republik Moldau heißt es dazu ganz aktuell, dass die Zivilgesellschaft, Societatea Civilă, in der Republik Moldau sich immer sichtbarer als bevollmächtigter Partner in der Zusammenarbeit mit den öffentlichen Behörden auf nationaler und lokaler Ebene erweise. Diese Tatsache wäre einerseits auf die Professionalität und aktive Beteiligung zivilgesellschaftlicher Organisationen aus verschiedenen Bereichen bei der Lösung der Probleme des Staates zurückzuführen, andererseits auf die Notwendigkeit, europäische Standards umzusetzen, die eine aktive Einbeziehung des Verbandssektors in den Entscheidungsprozess voraussetzen würden. Der Eintrag auf der Parlaments-Homepage stammt vom 18. April 2022. Und da macht man sich Gedanken um ein nachhaltiges Wachstum der Zivilgesellschaft, was so in der Republik Moldau nicht immer der Fall war. Die Vorgängerregierungen unter Präsident Igor Dodon beispielsweise hatten ein etwas anderes Verständnis, anderen Blick auf zivilgesellschaftliche Organisationen, die aus ihrer Sicht überwiegend vom Westen finanziert und häufig ihren eigenen, auch geopolitischen Interessen diametral gegenüberstehen würden. Das nachhaltige Wachstum der Zivilgesellschaft sei zu gewährleisten, heißt es weiter auf der Homepage des Parlaments, und bedürfe einer möglichst freizügigen Gesetzgebung, die weitestgehend mit den Grundprinzipien der partizipativen Demokratie verbunden sein solle. Und ganz im westlichen Verständnis heißt es dann weiter, dass der Rechtsrahmen die notwendige Plattform nicht nur für die Entstehung zivilgesellschaftlicher Organisationen, sondern auch für ihre Tätigkeit und kontinuierliche Entwicklung darstelle. Das Gesetz über zivilgesellschaftliche Vereinigungen wird im Weiteren als grundlegende Säule für das Funktionieren von Nichtregierungsorganisationen bezeichnet. Als weiterer wichtiger Pfeiler für die Entwicklung einer starken und gut informierten Zivilgesellschaft wird das Informationszugangsgesetz genannt. Zu den Gesetzen, die die Tätigkeit des Vereinssektors in der Moldau regeln, gehört auch das Gesetz über Stiftungen sowie das Gesetz über Philanthropie und Sponsoring. Alles Punkte, über die im Späteren noch eingegangen wird. Gleichzeitig ist der offiziellen Parlaments-Homepage zu entnehmen, dass eine zwingende Voraussetzung für das gute Funktionieren von NGOs ihre Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen sei. So schlug das Parlament der Republik Moldau im November 2005 einen Konzeptentwurf zur Zusammenarbeit zwischen dem Parlament und der Zivilgesellschaft zur Diskussion vor. Dieses Dokument, das von Vertretern der Zivilgesellschaft erörtert und fertiggestellt wurde, wurde vom Parlament dann 2005 noch verabschiedet. Also zu einer Zeit, als Vasile Tarlev
unter Präsident Woronin Premierminister war und die kommunistische Partei über die absolute Mehrheit im moldauischen Parlament verfügte. In dem verabschiedeten Transparenzgesetz wird dann die Regierung verpflichtet, offizielle gesetzliche und normative Dokumente öffentlich zugänglich zu machen, das heißt ins Internet zu stellen. Heute ist die Zivilgesellschaft in allen Handlungsfeldern präsent und heißt es auf der Homepage und verfüge über die Fähigkeit, staatlichen Entscheidungsträgern mit ihren Meinungen, Expertise, Strategien sowie wissenschaftlich und praktisch fundierte Konzepte zur Seite zu stehen und zu unterstützen. In diesem Zusammenhang wurde die Notwendigkeit, einen Rahmen zu schaffen, der für die Konsolidierung der Zusammenarbeit zwischen dem staatlichen und dem nichtstaatlichen Sektor im Hinblick auf die Förderung von Bürgerinitiativen, partizipatorischer Demokratie und einem objektiven Bewusstsein für die Probleme der Gesellschaft günstig ist, unumstritten. So wurden im Frühjahr 2018 die Entwicklungsstrategie der Zivilgesellschaft für die Jahre 2018-20 und der Aktionsplan zur Umsetzung der Strategie angenommen. Dies geschah also alles noch zu der Zeit, als man den zivilgesellschaftlichen Organisationen eher skeptisch gegenüberstand, um es vorsichtig auszudrücken. So, nun höre ich auf mit den staatlichen Definitionen und Gesetzen, die die Zivilgesellschaft betreffen, und möchte nun in die Praxis und zur Praxis kommen, um zu sehen, was tatsächlich umgesetzt wird und wie man zivilgesellschaftliche Organisationen tatsächlich betrachtet. So hat beispielsweise der sozialistische Abgeordnete, promovierte Politologe und aktuell Mitglied der Parlamentskommission für Außenpolitik und europäische Integration, Bogdan Cirdea, der sehr einflussreich ist in seiner Partei, 2020 ein Buch über die zivilgesellschaftlichen Organisationen in der Republik Moldau veröffentlicht, das gewissermaßen die inoffizielle Sicht der Partei der Sozialisten bildet. Das Buch wurde noch vor den Präsidentschaftswahlen von 2020 veröffentlicht. Hier sehen wir rechts Bogdan Cirdea bei der Buchpräsentation gemeinsam mit dem damaligen Staatspräsidenten Igor Dodon. Das Buch trägt den Titel, auf Deutsch übersetzt, Die Zivilgesellschaft in der Republik Moldau, Sponsoren, Endokratie, Kulturkämpfe. Es wurde in rumänischer Sprache, wie bereits erwähnt, noch vor den Präsidentschaftswahlen veröffentlicht. Es ist zwar kein offizielles Schriftstück der Partei der Sozialisten, doch wurden die zivilgesellschaftlichen Organisationen in der Moldau, so wie in dem gut 900-seitigen Buch von Cirdea, von der Partei, von den Abgeordneten und Sprechern der Partei der Sozialisten gesehen und dargestellt. Und auch Präsident Dodon unterstützte den Autor tatkräftig und erschien mit ihm, wie wir schon hörten, bei der Buchpräsentation.
Das Buch hat verständlicherweise eine Reihe von Reaktionen in der Moldau ausgelöst. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Deshalb wurde ich auch aufmerksam auf dieses Schriftstück. Auch der damalige Chef der EU-Delegation in Chisinau, Peter Michalko, hat sich zu dem Buch geäußert, das er als einen, Zitat, harten, unbegründeten und böswilligen Angriff gegen die Zivilgesellschaft und die unabhängigen Medien in der Republik Moldau, Zitat Ende, bezeichnete. Auch die NGOs äußerten sich bestürzt, denn Zirdja brachte in seinem Buch eine Liste von NGOs und Personen, die nach seiner Ansicht der Republik Moldau schadeten und ihr nur Schlechtes wollten. Und weil es von einem sozialistischen, einflussreichen Parlamentsabgeordneten verfasst wurde, der viele Nichtregierungsorganisationen und auch Personen als Teil des Bösen einstufte, herrschte die nicht ganz abwegige Angst unter den NGOs vor, dass diese Ansichten, sollten die Sozialisten an der Macht bleiben, ein Ausgangspunkt zu Beschränkungen, Einschränkungen der Tätigkeiten der NGOs, ähnlich wie in Russland, oder gar zu Verfolgung von Bevölkerungsgruppen, die nicht der Meinung der Sozialistischen Partei sind, führen könnte. Doch, was wollte das Buch von Zirdja? Die Hauptthese von Zirdjas Buch ist, dass die vom westlichen Ausland finanzierten NGOs einen mäßig hohen Einfluss auf die moldauische Politik ausüben würden. Ja, sie würden sogar so weit gehen, den staatlichen Behörden die politische Agenda vorzuschreiben oder eine für das Land schädliche Politik einfordern. Zudem besteht in dem Buch für Zirdja die Zivilgesellschaft nur aus Nichtregierungsorganisationen. Zirdja spricht hinsichtlich der NGOs von einem Netzwerk, Rezia, den die NGOs würden gemeinsame Aktionen durchführen oder gemeinsam Petitionen einreichen und somit die Politik im Land zu stark beeinflussen. In Zirdjas Vorstellungen verfügte dieses von ihm angenommene Netzwerk über Kommandozentren, die Einweisungen und Befehle erteilen würden. Das soll heißen, dass die Finanziers den Finanzierten diktieren würden, was sie zu schreiben hätten und was in gewissen Situationen zu tun sei. Er benutzt in seinem Buch auch neben dem Begriff Netzwerk den Terminus Krake, Karakatice, die das Instrument des Westens wäre, mit der dieser versuchen würde, den Osten sich unterzuordnen, indem er dem Osten eine fremde, für ihn nicht vorteilhafte Wirtschaft, Kultur und Sozialpolitik aufoktroyieren würde, wolle. Dieses Netzwerk würde nach Zirdja dem gesamten politischen Prozess in der Moldau kontrollieren und wäre so mächtig, sodass sich sogar die Staatsanwälte und Richter vor ihm fürchteten. Und auch die Massenmedien
wie auch der wissenschaftliche Bereich wären von dieser Krake infiltriert worden. Dieses Buch lässt sich in drei Teile teilen. Im ersten Teil, der als Theorie geleitet daherkommt, verarbeitet Cyrdia kritische Darstellungen der Nichtregierungsorganisationen und welche über die Entstehung und die Rolle der Zivilgesellschaft im östlichen Europa, was durchaus nicht verkehrt sein muss. Cyrdia vermengt diese aber mit Zitaten aus Blogs, Verschwörungstheorien, Texten von obskuren Homepages und persönlichen Reflexionen. Eine wirkliche, kohärente Theorie fehlt hier allerdings. Obwohl man durchaus auch kritisch über die NGOs schreiben kann. Durch Cyrdia geht es vor allem darum, die Verschwörungstheorien um die Zivilgesellschaft in der Moldau, also in seinem Verständnis um die Krake, das Netzwerk oder die unsichtbare Armee, wie er die NGOs auch noch nennt, und über die er in den zwei folgenden Buchteilen schreibt, zu legitimieren. Im zweiten Teil seines Buches stellt Cyrdia eine Liste von 100 NGOs zusammen, die am einflussreichsten wären und den Knotenpunkt des Netzwerks darstellen würden, bei der Unterstützung einer Partei und einer Kandidatin, die an den Präsidentschaftswahlen teilgenommen hat. Damit bezieht er sich auf die damalige Gegenkandidatin von Dodon und jetzige Präsidentin Maya Sandu. Da Cyrdia diesen Vorwurf so oder so ähnlich häufiger bringt, hat man den Eindruck, dass das Buch eher ein Wahlpamphlet ist als eine Analyse der NGOs. Diese Liste stellt er zusammen aufgrund der öffentlich zugänglichen Berichte der Organisationen und ihrer Unterstützer bzw. Spender. In die Liste wurden Organisationen von Künstlern, Umweltbewegungen, Medienplattformen, medizinische Organisationen aufgenommen, aber auch Organisationen, die die Wirtschaftssituation oder den politischen Prozess im Land analysieren. Der dritte Teil des Buches bringt eine Liste von NGOs, die nach der Auffassung von Cyrdia verantwortlich sind für alles, was schlecht läuft in der Republik Moldau. Von einer wissenschaftlichen Analyse kann man hier kaum sprechen, denn beispielsweise beantwortet der Autor seine selbstgestellte Frage: Worauf können diese Nichtregierungsorganisationen stolz sein, folgendermaßen: Die Moldau wäre das ärmste Land der Europas. Die Moldau hätte den größten Friedhof in Europa mit dem Friedhof Sfântu Lazar, wo es über 300.000 Gräber gibt und die weiter anwachsen würden. Und in der Moldau hätte der größte Bankraub in Europa stattgefunden. Letztendlich muss man feststellen, dass das Buch von Cyrdia nicht als eine Darstellung der moldauischen Zivilgesellschaft betrachtet werden kann, denn man erfährt beispielsweise nichts über die sozialen, politischen Bewegungen oder auch die philanthropischen Stiftungen in dem Land. Denn dann hätte der Autor beispielsweise die Stiftung, den Sufflet der damaligen First Lady der Moldau, Galina Dodon, mit aufnehmen müssen und über die Aktionen und Aktivitäten dieser Stiftung schreiben müssen, die besonders vor dem Wahlkampf aktiv wurde und Wahlgeschenke an bedürftige Familien verteilte oder
kranken Kindern half. Und selbst Igor Dodon ist für die Stiftung den Soufflet aufgetreten und hat recht unverhohlen Wahlkampf mit Stiftungsmitteln gemacht. Hier überreicht Dodon gerade einer bedürftigen Großfamilie den Schlüssel für ihr neues Haus. Dabei wusste keiner, woher das Geld kam, mit dem die Stiftung den Soufflet großzügig Geschenke unter das Volk brachte. Auch die nach eigener Darstellung apolitische Stiftung mit dem deutschen Namen Edelweiß des damals noch allmächtigen Oligarchen Vlad Plahotniuc wird in dem Buch nicht erwähnt. Die ebenfalls insbesondere vor Wahlen bedürftigen Familien reich beschenkte, bis auch verstand, die Aktion PR-mäßig auszuschlachten, sei es mit dem Stiftungsvorsitzenden Plahotniuc persönlich, wie hier auf dem Bild, oder mit anderen Stiftungsmitgliedern, die beispielsweise Geld an erfolgreiche Sportler verteilten. Woher das Geld stammte, erfuhren die Journalisten auf Nachfrage ebenfalls nicht. Ähnliche Stiftungen hatten auch weitere recht obskure Politiker wie Renato Ussati und Ilan Shor. Ussati hat sich inzwischen aus der Politik zurückgezogen, weil er bei den Präsidentschaftswahlen nicht einmal in seiner Heimatstadt Bölz unter die beiden bestplatzierten Kandidaten kam. Ilan Shor ist aus der Moldau geflohen, um eine Verurteilung zu entgehen. Ja, Bogdan Tsiridia bezieht sich in seinem Buch, das letztes Jahr nun auch in russischer Sprache erschien. Hier sehen wir den Autor bei der Buchvorstellung der russischsprachigen Ausgabe im Presseraum des moldauischen Parlaments, wo er gerade die aus seiner Sicht gesetzeswidrige Unterstützung von NGOs der Präsidentin Sandu erklärt. Er bezieht sich in dem Buch ausschließlich auf Nichtregierungsorganisationen. Ein weiterer wichtiger Teil der Zivilgesellschaft sind jedoch die sozialen Bewegungen, die ein zivilgesellschaftliches Engagement erkennen lassen und die auf keinen Fall außen vor gelassen werden können. Denn sie haben in der Moldau eine doch recht große Bedeutung. Laut Vitalis Brinciane lassen sich diese sozialen Protestbewegungen in der Moldau in vier Typologien einteilen. Erstens Identitätsproteste, zweitens soziale Proteste, drittens individuelle Proteste und viertens urbane Bürgerbewegungen. Als Identitätsproteste werden in der Moldau die Proteste bezeichnet, die aufgrund der vermeintlichen oder tatsächlichen Benachteiligung einer Gruppe durchgeführt wurden. Dies waren die größten und sichtbarsten Protestbewegungen in der Republik Moldau. Sie umfassten ethnische, kulturelle, sprachliche, religiöse Gruppen und auch sexuelle Minderheiten, die für ihre Werte, für ihre Ansichten eintraten, die die jeweilige Gruppe als grundlegend für sich betrachtete. Hierunter sind die Bewegungen für die nationale Wiedergeburt in den Jahren 1989-90 zu zählen. Hier auf dem Foto ist eine Protestveranstaltung der Bewegung von 1989 zu sehen, auf der, noch in kyrillischer Schrift,
die Einführung der lateinischen Schriftzeichen gefordert wird. Auf Rumänisch mit kyrillischen Zeichen, Moldauisch, steht hier Limba de Stat și Grafia Latina, also die Staatssprache und lateinische Schrift, sowie dem anderen Plakat Vrem Dreptate, wir wollen Gerechtigkeit. Eine der wichtigsten Forderungen der Bewegung zur nationalen Wiedergeburt Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Auf der großen Nationalversammlung vom 27. August 1989 haben rund 750.000 Personen teilgenommen, etwa ein Sechstel der damaligen moldauischen Bevölkerung. Es wurde auch hier unter anderem die Einführung des Rumänischen mit lateinischen Buchstaben als Amtssprache in der moldauischen sozialistischen Sowjetrepublik gefordert. Dies hatte zur Folge, dass der oberste Sowjet der moldauischen SSSR am 31. August das Rumänische in lateinischen Buchstaben zur Amtssprache erklärte, nannte es dann damals aber noch Moldauisch. Hier auf dem Foto sehen wir den Gottesdienst, der im Rahmen der großen Nationalversammlung abgehalten wurde. Der 27. und der 31. August sind inzwischen Nationalfeiertage in der Republik Moldau. Eine wichtige Straße in der Chișinăuer Altstadt wurde dann später auch in Straße des 31. August 1989 umbenannt. In der Straße befindet sich der Sitz des Moldauischen Schriftstellerverbandes, eine der wichtigsten Organisationen, die Einführung der lateinischen Schrift und die Erhebung des Rumänischen zur einzigen Staatssprache in der Republik Moldau forderte. Der Platz, auf dem diese Forderungen feierlich gestellt wurden, hieß zu sowjetischer Zeit Piazza Victoriei, Siegesplatz. Heute nun Piazza Mari Adunări Naționale, also Platz der großen Nationalversammlung. Der Platz liegt im Zentrum der Hauptstadt zwischen dem Regierungssitz und dem Triumphbogen. Die Protestbewegungen, die sich auf die Identität der Mehrheitsbevölkerung der Republik Moldau bezogen, waren auch in den 2000er Jahren aktiv. Auch 2002, als die kommunistische Regierung einige Errungenschaften der Unabhängigkeitsbewegung versuchte rückgängig zu machen. So sollte das Schulfach russische Sprache wieder als Pflichtfach ab der zweiten Klasse in der Schule in der Republik Moldau eingeführt werden. Das Fach Geschichte der Rumänen sollte durch das Fach Geschichte der Moldau ersetzt werden, wie es die damals kommunistische Regierung wollte. Beides hatte die Unabhängigkeitsbewegung Anfang der 90er Jahre in der Republik Moldau durchgesetzt. Dies führte nun dazu, dass die Demonstranten von der kommunistischen Regierung als vom Ausland gesteuerte Extremisten bezeichnet wurde, die verfassungsmäßige Ordnung und die Unabhängigkeit der Republik aushebeln wollen. Bereits ein Jahr später kam es erneut zu massiven Protesten. Im November 2003 wurde gegen die Unterzeichnung des Kosak-Plans, benannt nach dem damaligen stellvertretenden russischen Premierminister Dmitri Kosak, demonstriert. Dieser Plan sah zur Befriedigung des transnistrischen Konflikts die Föderalisierung und ein Zweikammernparlament für die Republik Moldau vor.
sowie die Stationierung russischer Streitkräfte in der Republik Moldau bis 2023. Der Plan wurde schließlich aufgrund der massiven Straßenproteste auch von dem auf der Liste der Kommunisten vom Parlament gewählten moldauischen Präsidenten Wladimir Voronin abgelehnt, was unter anderem zur Absage der geplanten Reise des russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Chisinau führte. Zusammenfassend können wir mit Sprinciana zu den Identitätsprotestbewegungen festhalten, dass im Zentrum kulturelle Belange standen, wie Sprache, Identität, Tradition, historische Vergangenheit und erst in zweiter Linie auf die ökonomischen und sozialen Komponenten Rücksicht genommen wurde. Die Gruppenidentität hatte dabei eindeutig Vorrang. Die sozialen Probleme, die ökonomischen Probleme könnten durch die Lösung der Identitätsfragen aus der Welt geschafft werden, meinte man. Das wurde so verstanden, dass mit den Identitätsfragen auch alle anderen Probleme gelöst werden würden. Dabei wurde stets auch die Geschichte instrumentalisiert. Die glorreichen Momente wie die Vereinigung von 1918 oder die von 1856 und natürlich die Bewegung der nationalen Befreiung von 1989-90. Aber auch traumatische Momente wie die Annexion der Ostmoldau als Bessarabien durch das Russländische Reich 1812, die sowjetische Besetzung Bessarabiens vom 28. Juni 1940 und die Deportation breiter rumänischsprachiger Bevölkerungsgruppen aus Bessarabien von 1949. Wichtig während der Unabhängigkeitsbewegung waren auch die Beiträge und die Präsenz von Kulturschaffenden. Besonders die der Sänger Dojnar und Alja Teodorovic, die bereits 1992 bei einem Autounfall in Rumänien ums Leben kamen, aber heute noch verehrt werden, sowohl von einem Großteil der Bevölkerung, jeder kennt dort die patriotischen Lieder dieses Schlagersängerpaares, als auch von staatlicher Seite. Hier sehen wir die Briefmarken, die die Moldauische Post anlässlich des 10. und des 20. Todestages herausbrachte. Aber auch andere Sänger wie Gheorghe Zsopa oder Angela Buciko waren in der Bewegung aktiv und auch rumänische Interpreten, vorwiegend aus dem Dunstkreis des Cenaclul Flacăra von Adrian Băunescu, einem in Bessarabien geborenen rumänischen Dichter, der den Cenaclul Flacăra, ein patriotisch-nationalistische, künstlerische und literarische Bewegung im staatssozialistischen Rumänien Ceausescus leitete. Băunescu ist, wie gesagt, in Bessarabien geboren und wird heute noch in der Republik Moldau verehrt. So wurde in der Allee der Klassiker 2011 im Zentralpark von Chisinau eine Büste von ihm aufgestellt, die von Oberbürgermeister Kirtoacă eingeweiht wurde.
Dabei ist vielen in der Republik Moldau gar nicht wirklich bewusst, wie ich während meines Aufenthaltes dort feststellte, dass Ponescu einst der Hofdichter Nicolae Ceausescus war und diesem auch lange diente. Auch der rumänische Nationaldichter Mihai Enescu, Grigore Vieru, ein moldauischer wichtiger Dichter, werden zur Legitimation der Identitätsbewegung mit herangezogen. Beide stehen auch im Stadtpark auf der Allee der Klassiker. Und natürlich auch Stefan der Große, Fürst der Moldau, der auch als zentrale Figur in der Erinnerungskultur der moldauischen Bevölkerung sowie als Symbol der Identitätspolitik des jungen Staates eingesetzt wird. Und um Identität geht es auch bei den Märschen für die Vielfalt, beim Moldova-Breit. Und zwar um die sexuelle Identität, die zumindest 2020 auch auf politischer Ebene auf starken Widerstand stoß. Selbst 2022 wollte der Oberbürgermeister von Chișinău, Ion Cioban, einst Unterstützer von Igor Dodon und der auf der Liste der Partei der Sozialisten ins Amt gewählt wurde, den Moldova-Breit verbieten, obwohl er als Lokalpolitiker gar keine juristischen Möglichkeiten dazu hat. Zu den Identitätsprotesten können also auch die LGBT-Märsche für die Vielfalt zählen. Seit Jahren versucht der Verband GenderDoc, der sich für die Rechte der Lesben und Schwulen einsetzt, jährlich einen Marsch der Vielfalt in Chișinău durchzuführen. Besonders problematisch wurde es für GenderDoc, diesen Marsch während der Amtszeit von Staatspräsident Dodon zu organisieren. 2019 sollte er wieder verboten werden, konnte aber dann letztendlich doch noch durchgeführt werden. Die großen Proteste, die großen Diskussionen im Vorfeld und die angekündigten Proteste durch die orthodoxe Kirche und weitere Organisationen veranlassten dann den Österreich-Lektor und mich, auch am Marsch der Vielfalt teilzunehmen. Nur, wir haben uns nicht genau informiert, wo die Route des Marsches verlaufen wird. Denn diese wurde bis zum Schluss geheim gehalten. Sondern wir sind einfach ins Zentrum gegangen, als wären wir in Wien oder in Berlin, wo wir allerdings dann mehr als 5000 Polizisten fanden und letztendlich dem Marsch immer um einiges hinterherliefen. Gegendemonstranten mit Plakaten, Kreuzen und Ikonen, die Homosexualität verdammten, sind wir allerdings recht häufig begegnet. Und immer wieder neuen Polizisten. Die eigentliche Demonstration für die Vielfalt haben wir dann allerdings erst gefunden, als sie schon vorbei war. Tatsächlich nahm dann dem Marsch der Vielfalt knapp 300 Personen teil. Davon waren etwa die Hälfte Ausländer, das heißt Personal der verschiedenen westlichen Botschaften, die den Breit unterstützten.
Wir sahen dann nur noch die Busse, die die Demonstranten sicherheitshalber aus dem Zentrum brachten, damit es zu keinen Zusammenstößen mit den Gegendemonstranten kam. Auch zu sozialen Protesten kam es in der Moldau recht häufig. Eigentlich könnte man eine Geschichte der Republik Moldau anhand der verschiedenen Proteste schreiben, die es während der nun gut 30-jährigen Geschichte des Landes gab. Die sozialen Proteste hatten in erster Linie zum Ziel die soziale Absicherung, wie zum Beispiel die Erhöhung des Kindergeldes oder der Löhne, sowie wirtschaftliche Maßnahmen, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder Personalkürzungen. Einige dieser Proteste hatten Auswirkungen auf die ganze Republik, wie beispielsweise die fast schon regelmäßig stattfindenden Proteste der Fahrer der Kleinbusse, dort auch Maschrutka genannt, für eine Erhöhung der Fahrkartenpreise, damit die Kosten alle abgedeckt sind. Oder die Studentenproteste von 2000 gegen die Streichung der kostenlosen Benutzung des öffentlichen Verkehrs in Chișinău. Dieser Protest des Chișinăuer Stadtrates hat zu Unzufriedenheiten bei den Studentinnen und Studenten geführt, denn aufgrund des niedrigen Einkommens der Eltern und der kleinen Stipendien sowie immer mehr abfallenden Lebensstandards in der Moldau war es für sie eine gravierende Veränderung, sodass die Studentengewerkschaft mit einem Generalstreik drohte, falls dieser Beschluss tatsächlich umgesetzt werden sollte. Da der Chișinăuer Stadtrat sich weigerte, den Beschluss zurückzunehmen, sind am 17. April mehr als 10.000 Studenten von den großen Chișinăuer Universitäten im Zentrum der Hauptstadt auf die Straße gegangen. Es kam zu Unruhen, zu Schlachten, doch erreicht wurde kaum etwas. Und bei einem weiteren Protest danach kamen nicht einmal mehr 5.000 Studenten zum Demonstration. Denn allgemein ist die Mobilisierung der Bevölkerung in der Moldau durch zivilgesellschaftliche Akteure nicht einfach, wenn nicht dahinter eine politische Partei steht, die ganz konkret etwas verspricht, umzusetzen. In der Moldau kommt es recht häufig auch zu Individualproteste. Das heißt, es protestiert eine Person meistens für ein persönliches Anliegen. Auch das kann zu den zivilgesellschaftlichen Aktionen gezählt werden, wenn man beispielsweise den jahrelangen Protest von Tudor Binzar, den ich auch kennengelernt habe, in Betracht zieht, dem die Wohnung demoliert wurde und der keine andere bekam, was ihn veranlasste, in einer Hütte vis-à-vis vom Palast der Republik dagegen zu protestieren. Oder Varvara Zingan, die gegen die Verurteilung ihres Sohnes ebenfalls jahrelang auf den Stufen der Staatsanwaltschaft und des Regierungsgebäudes protestierte. Die Individualproteste können sehr verschieden sein. Hauptsächlich handelt sich es um Hungerstreik, die Inbesitznahme des öffentlichen Raumes oder künstlerische Aktionen. Außergewöhnlicher ist hier das Beispiel des Journalisten Oleg Braga, der, nachdem er auf Druck der kommunistischen Regierung seine interaktive Radiosendung Hyde Park beim städtischen Rundfunk Antena Tre verlor, sich zivilgesellschaftlich sehr divers engagierte. Zunächst protestierte er gegen die Schließung seiner Radiosendung,
Aber er trat auch für die Erweiterung der freien Meinungsäußerung in der Moldau und die Achtung der Meinungsvielfalt und er setzte sich auch für die Proteste anderer Gruppen ein, wie beispielsweise für die der LGBT-Gemeinschaft. Er versuchte auch, politisch als unabhängiger Kandidat ins Parlament gewählt zu werden, was ihm aber nicht gelang. Doch er fand und findet immer neue Motive, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren. Mit neuesten für mehr Fahrradwege in der Republik Moldau. Die urbanen Bürgerbewegungen sind ein Phänomen, das es in der Moldau nicht sehr lange gibt und die aus einer Menge von heterogenen Initiativen, Organisationen und einzelnen Aktivisten bestehen, die Themen angehen, wie die Stadt, den öffentlichen urbanen Raum, Diskriminierung und Ausschluss im öffentlichen Raum, Transparenz in der Lokalverwaltung oder Geschlechtergerechtigkeit. Nach dem Jahrhundertraub vom November 2014, an dem auch der genannte Politiker Ilan Shor beteiligt gewesen sein soll, wie er in der moldauischen Publizistik meistens genannt wird, also dem Raub von fast einer Milliarde Dollar, was 2014 mehr als 10% des moldauischen Bruttoinlandsproduktes darstellte, hat sich in Chișinău eine neue zivilgesellschaftliche Plattform mit dem Namen Demnitate și Adevăr, zu Deutsch Würde und Wahrheit, gegründet, die für die Republik Moldau gewissermaßen ein neues Phänomen darstellte, aufgrund der kritischen Rhetorik gegenüber Regierung, Parlament und Präsident. So ist es dieser Plattform gelungen, ihre Anfänge im Februar 2017 hatte, im April, Mai, Juni und September 2015 Zehntausende von Moldauern zu versammeln, die gegen die Korruption im Land protestierten und die Absetzung des Präsidenten und Parlamentsneuwahlen forderten. Diese zivilgesellschaftliche Plattform entstand gewissermaßen während informeller Treffen hauptsächlich von Journalisten des privaten Fernsehsenders Journal TV, ein Fernsehkanal, der nicht vom Oligarchen Plahotniuc kontrolliert wurde. Einige der Führungsköpfe der ersten Stunde kamen aus dem proeuropäischen Lager, andere aus dem unionistischen Lager, die eine Vereinigung der Republik Moldau mit Rumänien anstreben. Gemeinsam war allen der Niedergang der Republik Moldau aufzuhalten, den Jahrhundertraub von einer Milliarde Dollar aufzuklären und dafür die Massen auf die Straße zu bringen. Das im Rumänischen selten benutzte Wort izbăvire, was auf Deutsch so viel heißt wie Befreiung, Heilung, machte die Runde. Die Moldau sollte befreit werden von dem in der Republik gewissermaßen alles beherrschenden Oligarchen Vlad Plahotniuc. Und auch von seinen Teilen. Der Begriff gekaperter Staat wurde immer häufiger benutzt. Im April 2015 auch von der damaligen Bildungsministerin Maia Sandu, der jetzigen Staatspräsidentin. Die Plattform war offen für alle. Sie wurde von keiner Partei unterstützt. Sie wurde von einer Gruppe koordiniert, zu der unter anderem auch der Rechtsanwalt Andrei Năstase gehörte. Der Plattform gelang es in Chișinău, eine Reihe von Protesten mit großer Beteiligung durchzuführen, die allerdings auf die Hauptstadt beschränkt blieben. Im Dezember 2015 wurde dann von Andrei Năstase die politische Partei Würde und Wahrheit gegründet und von Maia Sandu die Partei Aktion und Solidarität. Die zivilgesellschaftliche Plattform Würde und Freiheit wurde somit in zwei Parteien umgewandelt und hierdurch zum politischen Akteur,
es auch andere Parteien sind und waren. Die Proteste dieser Plattform, den Etatische Adeveur, wurden häufig in voller Länge von dem Fernsehkanal Journal TV übertragen, wie es auch die Sozialisten ab 2015 live von ihrem Haussender Akzent TV übertragen wurden. Andere, viel kleinere Protestbewegungen haben für sich die sozialen Medien entdeckt. Die Aktivitäten wurden immer mehr auch in den sozialen Netzwerken angekündigt und dokumentiert. Eine äußerst aktive Gruppe namens Occupy Guguza hat sich 2014 gefunden, um gegen den Bau eines Hotels anstelle der Cafeneria Guguza im Zentralpark Stefan der Große vorzugehen. Ihr Anspruch ist es, eine zivilgesellschaftliche Kontrolle über die politischen Aktivitäten zu fördern, die in der Republik Moldau stattfinden. Diese zivilgesellschaftliche Gruppe will sich an Menschen wenden, die von den Protesten und Demonstrationen politischer Parteien enttäuscht sind. Denn diese würden immer nach dem gleichen Muster ablaufen. Immer würden die gleichen Slogans gerufen. Man versammelt sich, ruft nieder mit XY, verabschiedet eine Resolution und alle gehen dann nach Hause. Ein Aktivist verdeutlicht diese Ansicht der Gruppe Occupy Guguza am Beispiel der Proteste gegen die gerichtliche Ungültigkeitserklärung der Oberbürgermeisterwahlen von Chișinău 2018. Weil der Gewinner Andrei Năstase aus einem oppositionellen Bündnis, die ja selbst als zivilgesellschaftliche Plattform begann, angeblich am Wahltag Wahlpropaganda gemacht hat. Occupy Guguza wollte anders gegen solche Ungerechtigkeiten protestieren. Diese Gruppe junger Aktivisten protestierte beispielsweise auch gegen den Sportkomplex Arena Chișinău, ein Prestigeprojekt von Plahotniuc, das inzwischen Unmengen an Geld verschlungen hat, aber bis heute noch nicht eröffnet wurde. Auch weil die Infrastruktur, wie zum Beispiel die Zufahrtswege, fehlen. Auch versuchte die Gruppe, neue Wege des Protests einzuschlagen, indem sie nicht nur auf die gewohnten Protestschilder setzte, sondern auf den Demonstrationen mit Trommeln auf sich aufmerksam machte. Mit diesem Ansatz konnte die Gruppe besonders viele junge Menschen ansprechen, die nicht oder nicht mehr an Parteidemonstrationen teilnehmen wollten. So wurden sie am 23. Februar 2019 auf dem Weg mit ihren Trommeln zu einer Protestveranstaltung gegen die Wahlveranstaltung der Demokratischen Partei, der Partei von Plahotniuc, am Stadtrand von Chișinău von der Polizei aufgehalten. Sie wurden aufgefordert, Bescheinigungen vorzuweisen, die bestätigen sollen, dass sie die Besitzer der Trommeln sind. Es kam zu langen Diskussionen mit den Polizisten, die Occupy Guguza auch live über Facebook sendete und die heute dort noch abrufbar sind. Laut einer Aktivistin der Gruppe wird Occupy Guguza friedlich und gewaltlos protestieren.
vielleicht mit ein wenig Fluchen, wie aus unseren Plakaten stand, sagte sie. Aber man wolle spontan und kreativ sein, damit man auch immer überraschen kann. Neu an dieser Form des Protests in der Republik Moldau ist, die urbanen zivilgesellschaftlichen Bewegungen sind flexibel. Sie benutzen die sozialen Medien und die neuen Medien. Sie sind sehr gut untereinander vernetzt. Sie veröffentlichen ihre Aktionen auf YouTube oder anderen Kanälen, verfügen über keine Hierarchien. Sie haben keine formale Führung. Sie veröffentlichen ihre Texte auf Rumänisch und Russisch und ignorieren die traditionellen politischen Spaltungen aufgrund ethnischer, sprachlicher und religiöser Kriterien. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten und Organisationen in der Republik Moldau vielfältig und bunt sind. Wenn auch die massive Auswanderung besonders junger Moldauer, die vor allem in den ruralen Regionen eine alternde Bevölkerung zurückließ, die ums Überleben kämpfen muss und deshalb mit anderen Dingen beschäftigt ist. Für Protest und Kultur bleibt da wenig Zeit übrig. Und dass die moldauische Bevölkerung es versteht, sich zivilgesellschaftlich zu organisieren, hat sich auch nach dem russischen Angriff erneut erwiesen. Über 700.000 Ukrainer sind nach dem Kriegsbeginn in die Moldau geflohen und fanden dort zunächst Unterschlupf. Anfangs überwiegend bei Privatleuten. Zwar ist nur eine geringe Anzahl an Ukrainern dann in der Moldau letztendlich verblieben, doch es bleibt festzuhalten, dass die Unterstützung enorm groß war und auch noch ist. Abschließend kann ich sagen, dass es in der Republik Moldau zahlreiche zivilgesellschaftliche Aktivitäten gibt, die zum Teil sehr einfallsreich sind. Doch in der Regel ist allerdings nur ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung aktiv. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.